So, willkommen zurück. Ja, wir sind mit zwei IS-100 und einer IS-7 unterwegs. Und im Gegner-Team gibt es ein Jumbo-Platoon. Einmal den VK-72er und einmal den IS-100. Ich schicke unsere IS-7 Richtung Mitte an den Hang. Fahre hier mit dem anderen IS-100 rechts. Ah, übrigens, unsere Batchet ist jetzt schon tot, ja. Ich würde mal sagen, GG. Offene Map, mehrere Artis, Batchet direkt nach paar Sekunden tot. Ich würde sagen, läuft bei uns. So, wir warten hier, lassen die kommen. Ich rufe den E-75er da zurück. Der Gegner ist hier rechts in Überzahl. Der VK von Jumbo hat schon gelitten, auch durch die Arti. Ziemlich von allem umzingelt, was der Gegner so zu bieten hat. IS-7 umfährt jetzt unseren E-100. Problem nur, ich kann nicht auf ihn einwirken, weil der hinter so einem Hügel steht. Ja. Jumbo-Platoon ist auf jeden Fall schon mal weg. Ich kann da nicht weiterfahren, weil ich von überall Querfeuer bekomme. E-100 wird rausgenommen. M103 ist raus. Unser M41er kümmert sich jetzt um den WZ. Ja, ich bin Fokusfeuer bei den Artis, also. Ich spule jetzt vor, weil würdet ihr euch zu Tode langweilen. Ich krieg lange Zeit irgendwie nichts vor die Linse, weil ich dauerauf bin und zwei Artis auf mich. Also ihr habt ja gesehen, es gab mehrere Arti-Treffer nur auf mich. Das heißt, die fokussieren definitiv die ganze Zeit mich, weil ich ja langsam, groß und leicht zu treffen bin, ne?
Dementsprechend fahre ich jetzt auch nicht komplett an die Front sterben oder so. So, da, jetzt kommt so eine Stelle, die ich überhaupt nicht verstehe. Pass auf jetzt, guck mal da. Ja. Voll eingeaimt. Ach so, ja, stimmt, der ist hinter so einem Stein, so ein Stück. Ja, nee, ich habe den getroffen, aber kritischer Treffer. Pass auf, mit HE, ja? Also mit HE an der Seite vom Objekt 263 und ich mache einen kritischen Treffer. Überleg mal. Musst du dir mal geben, ey. Komplett drüber geschossen. Ja, der Rest. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit vorgespult. Grille nimmt da noch einen raus. Unsere Grille jagt die Gegnergrille. Und nimmt den dann raus. Alter Schwede, was war das für ein Krampf? So, der Pete hat 4914 Schaden, 2800 nochmal Assist, 2710 gefressen. Ich habe 2,7 Schaden, 2 Kills, 2000 gefressen, 2000 gespottet oder assisted. Unsere ES7 wurde auseinandergeschraubt, aber der Knüller Batchet, offene Map, 0 Schaden. T49, offene Map, 0 Schaden. AMX 50B, offene Map, Autoloader, 0 Schaden. Der Typ hat 45% Winrate. GG, Bro. Unsere Arti war auch kein Held. 500 Damage, offene Map. Läuft bei dir, Bruder. So. Und wir hatten im Gegnerteam hier den VK. Der ist unglücklicherweise auf die Heat-Schellen vom Pete und auf die HE-Schellen von mir getroffen. Dann mit wem war er unterwegs? Mit dem ER100 hier. Ach, warte mal, Mu, ist das nicht von Mutality? Ja. Nubia Sinnet. Okay. Hatten die noch einen? Nee, ne? Die waren zu zweit. Okay, ja. Alles klar. Würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert, auch meinen Kraftsportkanal abonniert. Und ja, bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. Wir sehen uns, bis dann und ciao.